Willkommen Leute zum 7 Days to Die Let's Play mit mir, Safiri und Level Up. Hi. Und ja, in ein paar Anläufen ging es nochmal. Ups, jetzt habe ich das Ding zerstört. Fuck. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Up. Hier haben schon ein paar Shotgun-Shells. Hier haben wir Erzähl doch erstmal was über das Spiel. Genau, ich erzähle was über das Spiel. Es ist eine Mischung aus Minecraft und DayZ. Allerdings mit ein bisschen mehr Möglichkeiten, wie ich jetzt so finde, also was jetzt meine Meinung ist. Und ja, das ganze Spiel befindet sich noch in der Alpha-Phase, das heißt, Bugs sind noch ganz natürlich. Und es gibt nicht ganz so viele Möglichkeiten noch. Noch nicht, genau. Aber es ist schon so ungefähr auf dem Niveau von normalen Minecraft, würde ich sagen. Also von Minecraft, von 500 Minecraft ohne Mods. Andere, nicht besondere ganz. Ist, das heißt, hier hat hier eine eigene Physik. Das heißt, genau. Du kannst die Blocks nicht unendlich fliegende Häuser bauen oder sowas. Und dann die Blöcke fallen nach unten, wenn du sie nicht befestigst. Sieht man hier auch gerade beim Baumfällen und so? Genau, dann das Baumfällen ist sehr, sehr, sehr angenehm. Vor allem, man kriegt auch Schaden. Ich sehe keinen, ich sehe keinen. Ich sehe keinen, also ich schau. Meine Augen zu, ich sehe keinen. Oder da ist er noch. Verprügel ihn erstmal. Und auf den Kopf. Toll. Last hit. Bist du hier. Am Anfang, also am Tag, sind die Zombies noch recht friedlich, wie wir behaupten. Genau, sind auch noch nicht so viele da und generell ist alles noch nicht so problematisch. Ich würde mal sagen, langsam bewegen wir uns noch ein Stück weiter hier. Genau, wir chillen auch noch. Nacht. Oben links ist eine Uhr. Kann man am Anfang mal so ein paar Steine ein, die kann man dann später zu normalem Stone machen. Die erste Nacht meistens dann schlecht. Also wir hatten echt schon bessere Starts. Ja, leider glaubte manchmal was nicht und so, deswegen eigentlich ganz normal, aber naja. Ansonsten von den Bugs her kann man das Game eigentlich, kann man sich eigentlich echt nicht beschweren bei diesem Game. Ich meine, es ist gerade mal zocken. Ja, vor allem erstens mal das. Was Besonderes schon gefunden? Irgendwelche Waffen? Nein. Oh, und der ist Zeug halt. Okay. Das ist ein Zombie. Irgendwie mal einfach mal. Oh ja. Genau, in der Nacht werden die halt auch sau schnell und das spawnen halt richtig viele. Also so ungefähr ab 20 Uhr. Das heißt in 10 Minuten. Sollte man in Sicherheit sein. Ja. Das sollte man echt und wenn nicht, dann bestraft man sich im Prinzip selbst, ja. Wie man so sagen. Ich habe keinen arg guten Spawnpunkt. Ich würde mal hier rüber zu diesem Dinghäusle da gehen. Oh, ich glaube, das können wir auch gar nicht schlecht einbauen. Okay. Ja, weil sonst auch mal arg weit kommen, weiß ich nicht. Weil das nächste Ding ist dann auch nochmal diese komische große Halle oder was auch immer das ist. Ich glaube auch nicht gerade, dass man da hier sich so sinnvoll einbauen kann. Oha, oha, Zombies as hell, Zombies as hell. Hast du eine Pistole? Ich hab gar nichts, ich hab nix. Also wir dürfen die ganze Zeit mit Plan fertig machen. Ich hab mir gerade einen sharpen Stick gebaut. Ah, stimmt. Wir gehen ja mit 4 Zeug. Wenn man keine Ausdauer mehr hat, dann kann man da viel draufkloppen. Bringt einen aber kaum was. So, komm, stimmt. Ich hoffe gerade so ein bisschen, dass die hier mal irgendwie was ordentliches fallen lassen. Aber soll wohl dazu sein gerade. Top, nur Trap. Lass die nicht mal in Ruhe schlafen hier. Ja. Problem kenne ich. Okay, wow. Hey, Krankenschwester. Stick? Ah ja, der scharfe Stick macht ja ganz gut Schaden. Ja. Genau, und falls ihr euch jetzt gerade noch fragt, auf welcher Schwierigkeitsstufe spielen die, wir spielen nicht mehr auf der Noob-Schwierigkeit, sondern wir spielen auf der Schwierigkeit, auf dem Schwierigkeitsgrad 4 von 5. Also, schon eine andere Nummer. 3 ist normal, ja, ich habe hier Shotgun-Munition. Wölfe, du kannst dich ein bisschen umschauen, ich vernagel schon mal die Fenster und alles. Okay. Shotgun-Munition, ja, Munition ist ja toll. Ich habe auch Pistolen-Munition, aber... Genau, ich hoffe, ich hab Pistole. Das ist eine Pistole, okay, das ist schon mal sehr gut. Dreimal Munition gleich. Und Shotgun nochmal Munition. Also ich finde, wir trinken es hell. Ich
Ich weiß nicht, wer hier in jedem einzelnen Schrank sein Trinken hortet. Kann ich persönlich nicht ganz verstehen, aber. Ja, vielleicht. Ist recht vielleicht bei einer Zombie-Apokalypse oder so. Wow. Kann man sowas verstehen. Also vergessen, okay. Die Zombie hat es nicht mehr One-Hit, bitte bis volle sind. Fällt gerade was auf. Ich mache mir also diesen Pro-Tick. Pro-Trick. Und baue hier gerade mal diese Geländer ab. Und zwar bringen die Scrap. Okay. Und mit dem Scrap kann man, also aus 3 Scrap kann man ein Metall craften. Und generell das ganze Crafting-System und so finde ich persönlich eigentlich sogar besser als in Minecraft. Es ist eine verbesserte Version vom Minecraft-Crafting-System. Und alles, was du schon einmal gecraftet, also erstens wird dir alles in der Liste angezeigt, was du mit deinen Möglichkeiten craften kannst. Rezept wird da aber nicht anzeigt, sondern nur welche, also in welcher Reihenfolge du sie reinlegen musst, aber nicht welche Sachen. Sobald du es einmal erforscht hast, kannst du da jederzeit, wenn du das Zeug hast, einfach draufklicken und der craftet es so oft du willst. Sehr, sehr gut. Solange du halt Items hast und so, ja. Craft uns gleich mal ein paar Fackelchen hier. Holy fuck, was ist denn hier los? Ich habe hier einen kleinen Grafikbug. Okay, gut. Ich habe hier, einmal fehlt mir gerade die Textur. Okay. Also ich muss sagen, das ist schon ein ziemlicher Scheiß hier. Ja, hier oben fehlt die Textur, das ist glaube ich noch ein Bug. Ja. Das ist normal hier in dem Sinn. Surface hat Bug. Okay. Ja, ansonsten sind die Entwickler auch relativ fleißig und vor allem schon ziemlich fähig. Also wie ich so gesehen habe, die haben auf alle Fälle was drauf und müssen das nicht irgendwelche Kids, die jetzt irgendwann mal in der Schule programmieren gelernt haben oder so. Nee, also die haben schon Ahnung, was sie da tun. Wie ich das so sehe. Ein wenig verbackt ist schon, ne? Ich will hier eigentlich nur dieses Ding abbauen, diese Laterne da außerhalb. Mhm. Ich hau aber alles um mich rum ab, aber nicht diese Laterne. Ich meine, es ist eine Alpha-Version. Selbst wenn es eine Beta wäre oder so, wäre es noch richtig verbackt. Aber für Alpha, also für Alpha, ich meine, ich weiß gar nicht, früher war es ja, jetzt noch ganz lange her, da war es alles noch Pre-Alpha. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon in einer normalen Alpha draußen ist, das weiß ich gerade gar nicht. Ja, Alpha 5 heißt, kommen halt immer verschiedene Alpha-Versionen raus. Genau. Die erste Nacht sollte noch ganz chillig werden. Wird auch nicht so schlimm. Naja, also ich weiß nicht so ganz, ich meine, wir haben letztens auf dem Schwierigkeitsgrad 2 angefangen und sind dann erst später auf 4 hoch. Das muss nichts heißen, aber. Ja. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Ich hab gerade ein bisschen Stone noch gemacht. Wenn ich mal die Hintertür verstärke. Genau, und ich versuche noch ein bisschen was zu finden. Vielleicht auch eine Pistole für mich oder so. Wäre richtig ja, cool. Zum Schießen wäre nicht schlecht. Hm. Allein schon mal, weil man sich dann einfach um einiges sicherer fühlt. Mhm. Oder Eisen wenigstens beim, Sledgehammer. Ah ja gut, lol, stimmt, Eisen habe ich ja. Eisen habe ich ja als hell. Ich hab Eisen ohne Ende. Ja, dann geht. So. Ich hab ein Eisen falsch drauf. Ich hab 10 Eisen. Ah, ich kann ja auch noch Scrap machen. So, wo haben wir jetzt unsere ganzen Sticks? So. Wobei, können wir gleich mal ausprobieren. Hier gibt's einmal den Sledgehammer. Ich muss denken wahrscheinlich. Lagerfeuer oder soll ich gleich mehrere machen? Sledging Bag? Sleeping Bag? Naja, brauchst du nicht eigentlich. Campfire? Okay, ich bin gerade entweder zu blind. Sledgehammer, da ist er doch. Mach uns bitte unsere Holzhütten mal ein Feuerchen an. Weil Licht macht die Zombies generell langsamer. Und das ist vor allem ganz egal, welche Art von Licht, also. Hauptsache Licht, irgendwie Licht. Und ja. Ich suche hier gerade nach einer. Ich glaube, ich mach mal gleich mal einen Sledgehammer. Ich glaube, es ist das Sinnvollste, was man beim Eisen am Anfang machen kann. Und eine Fire-Axe. Die brauche ich mir auch mal ganz gern. Ah ja, aber Sledgehammer ist One-Hit-Wonder. Ja, nee, aber ein Ding zum Abbauen dann später. Ja. Allein schon mal zu Bäume fällen. Ist das Ding richtig sinnvoll? Ich einfach den Block weg. Genau, ja, also man sieht ja schon, also es ist alles sehr, sehr cool gemacht, vor allem von der Animation her. Es ist eigentlich schon, meiner Meinung nach, relativ ausgereift.
die Animationen passen eigentlich meistens. Okay, es gibt zwar diese Hunde, die sind mega buggy, aber ansonsten finde ich, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ansonsten, ja. Es gibt auch spezielle Zombies. Also, es gibt einen, ich sag mal, einen OP-Zombie. Die ist gar nicht witzig. Erstens, es spuckt irgendwelche komische Säure-Sachen. Wenn man sich trifft, macht es derben Damage, beziehungsweise haut sogar Blöcke weg. Oder er rennt plötzlich Kamikaze zu dir her und geht in die Luft. Und das macht dann One-Hit. Genau, ja, also man muss echt ein bisschen aufpassen. Und man sollte vielleicht vorschauen, was ist das für ein Zombie? Wie schaut er aus? Und ein paar Zombies haben schon Skills, wie jetzt halt zum Beispiel dieser Kamikaze-Zombie, sag ich jetzt mal. Und im späteren Verlauf soll die Map größer werden. Also die wollen einiges machen. Eine größere Map auf alle Fälle, neue Biome, Quests, keine Quests, warte mal, eine Story oder sowas. Und auch soll jeder Zombie dann, glaube ich, eigene Skills haben und so. Und ja, jetzt habe ich immer einen Knife auch gefunden. Nice, ja, ich baue mal gerade mal Spikes im Haus rum. Okay, sehr cool. Okay, ich habe gleich mal 100 gecraftet, ja, nicht so nett. Okay, cool. Ja, also wie es aussieht, ich habe wieder heute kein Glück. Also ich habe überhaupt kein Glück gehabt. Ich bin zweimal ums Haus rumgelaufen und fand nix. Gar nichts einfach. Au! Oh, ich bin dumm. Ich tritt dir meine eigenen Spikes rein. Ich setze hin und tritt rein. Okay, ja, das ist cool. Du wieder! Das ist schon ein Fail beim Setzen oder so. Ich bin gleich tot. Okay. Wenn das jetzt nochmal passiert, bin ich tot. Ja, dann machen wir langsam. Es ist 18 Uhr, das heißt, eine knappe Minute machen wir noch. Hinten ist irgendein anderer Wald. Ja, ich setze ins Haus mal komplett nochmal eine Reihe. Zeig. Ich will jetzt auch so eine Art Grassamen, nur sind die für was anderes gedacht. Wobei, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja. Die braucht man, um beispielsweise eine Armbrust zu bauen. Grassamen. Aus Grassamen, ja. Natürlich. Noch eine Munition. Ja klar, also das macht doch jeder mit Glück, oder? Okay, okay. Nein, mir ist nicht nochmal passiert. Gar nicht, oder? Nee. Ja, ich habe auch noch volles Leben. So viel, dass ich meinen roten Balken fast gar nicht mehr sehe, so wenig habe ich im Spiel noch nie gehabt. Bloß nicht blamieren. Bloß nicht blamieren. Und ja, im späteren Verlauf kommt dann auch von Safiri noch eine. Wow, Busch. Aufnahme. Got the way. Genau, der fängt auch noch an und ja. Denk mal, zu zweit macht es auf alle Fälle um einiges mehr Spaß und auch die Ideen fehlen halt nicht und generell man hat dann. Man ist ein bisschen bedient mit Ideen und wenn ich jetzt mal so überleg, irgendwann hat es dann so nachts aufnehmen und halt dann irgendwie, wenn es irgendwie dann alleine so rumchillst, dann ist das auch nicht so geil. Ja, weil die Nächte können teilweise langweilig werden. Weil, okay, so wir haben das selber schon mal ein bisschen angespielt und auch getestet. Und da haben wir schon eine Art fette Base errichtet und sind gut ausgerüstet. Das heißt, wir können uns schon halbwegs frei bewegen. Aber ich sag mal, an die in den Beginnings, da ist dann entweder teilweise langweilig oder du bist überfordert, weil du 1000 Zombies killen musst. Und ich würde dir empfehlen, dass langsam zurückkommen in einer halben Stunde. Jo, ich bin so gut wie da. Also ich bin immer mit Haus rum. Okay, gut, ja. Ist recht. Dass die Beginnings sind, naja, spannender. Was kann man auch nicht sagen, später. Am Anfang ist halt wirklich der Überlebenssinn. Und im späteren Verlauf kommt halt, ich sag mal, das Minecraft noch wirklich mit dazu. Bauen und alles. Genau, und vor allem muss man halt auch ein bisschen taktisch rangehen und so. Hier zum Beispiel brauchen wir einfach mal eine Treppe, bauen wir erstmal die Treppe weg, dass die Zombies hier nicht rauflaufen können und uns irgendwie Probleme machen. Weil du kannst den Zombies nicht so einfach eine Tür vor der Nase zuschlagen. Genau, das geht nicht. Die Zombies machen Blöcke kaputt. Die können einfach alles zerstören und ich würde mal empfehlen, können wir kurz hoch, ja? Genau. Die haben keinerlei Hindernisse im Grunde. Natürlich brauchen sie, du kannst ja verschiedene Materialien craften.
Und für die besseren Materialien oder härteren, ich sag mal wie Beton oder Stein reicht ja auch schon, brauchen sie schon ein bisschen länger, auf jeden Fall. Aber ich sag mal, wenn du das Holz in der Erde oder diese Holztür da vorne, die sind gleich weg. Und wenn da mal 20 Zombies da stehen, dann ist die sowieso mal instant weg. Mhm. Das heißt, du musst dir echt ein bisschen was ausdenken. Und du kannst dich auch nicht einfach hochbuddeln, einfach einen hohen Turm bauen und drauf hocken. Weil sonst hauen die dir einfach alles kaputt und du fällst runter. Oder dein komplettes Haus bricht zusammen, was du dir erbaut hast. Das ist auch möglich. Genau, und was vor allem auch noch ziemlich interessant ist, die Zombies zerstören im Prinzip so gut wie alles, was zwischen dir und denen steht. Also das Nette, dass du mal sagen kannst, okay, gut, ich stehe hinter einer Steinwand, da kann nichts passieren. Nee, geht nicht, gibt's nicht und ja. Ist nur eine Frage der Zeit. Brauchst du uns gleich mal so eine Art Notausgang wieder, durch die Feuerex? Das mach ich sofort, ja. Wenn du irgendwie Essen brauchst oder so, melde dich. Nee, bin ganz gut bedient. Trinken habe ich nur zwei, aber es reicht das erste jetzt auch mal. Trinken habe ich ein paar Stacks. Warte. Genau, okay, die Items sind sogar droppen. Die stapeln sogar übereinander, also ja, gute Animationen dabei ist schon noch. Wenn du was fallen lässt. Ich sag mal, wenn ich jetzt hier einen Spike fallen darf. Vor allem eine richtig gute Animation auch und so. Oder wenn der Kartoffel fallen lässt, dann ja! Hört sich das auch immer leicht an. Wenn du so einen Eisenklumpen runterwirfst. Genau, ja. Und vor allem, wenn man irgendwie halt auf irgendwas drauf hat und so. Auch alles schön gut und Also ich würde aufpassen, wo wir drauf sind, hält echt nicht viel aus, habe ich schon mal bemerkt. Also ein bisschen vorsichtig sein hier. Vielleicht doch auf dem Meer auf dem Dach chillen. Genau, ja. Ich habe 10 und ich habe noch keinen einzigen Zombie gesehen. Ich höre noch keinen. So, ich baue gleich mal ein paar Fackeln auf und stelle mich draußen. Hast du noch was dafür, bitte? Sofort. Ich habe da unten aber das Lagerfeuer und alles gemacht. Oder zwei. Da hört man schon, wie sie gerade anfangen. Zerstören hier unten, damit sie reinkommen. Aber sie sterben gerade, das sieht man oben links, dass sie alle sterben, weil sie in meine guten Stacheln reinlaufen. Und man sieht da auch so ein bisschen, es bringt auch so ein bisschen Erfahrung mit, wann man und ob man Stacheln ist, also diese Dinger jetzt platziert. Spikes, genau. Weil im Grunde, du denkst, du kannst da einfach mal Spikes rumbauen, aber die Spikes gehen natürlich kaputt. Also ich glaube, ein Spike hält gerade mal so ein Zombie aus. Danach sind sie im Arsch, das heißt, du musst jede Nacht neuern. Und wenn du den, ich sag mal ganz dumm, einfach ein Ding außenrum baust, so eine würde ich sagen, so ein Graben, die fallen zwar rein, aber sie buddeln sich einfach raus oder unter der Haus rein, wie sie gerade witzig sind. Genau, und die mit Zombies haben, Zombies haben auch ein bisschen eine höhere KI, als es zum Beispiel in Minecraft oder in irgendwelchen anderen Zombie-Games, sag ich jetzt mal. Weil, also es sind Weltenunterschied, also die denken schon ein bisschen mit, wie kommen sie an dich ran und so und wie stellen sie das am besten an. Ansonsten gibt es halt zwar noch so kleine Logikfelder, wie zum Beispiel, angenommen wir würden jetzt alle oder beide auf die andere Seite vom Haus laufen, dann wird das nicht funktionieren. Also beziehungsweise wird das vielleicht funktionieren, aber die Zombies werden halt dann genau unter uns. Also ja, die werden praktisch jetzt, oder die sind jetzt praktisch genau unter uns, unter mir hier, gerade unter meinen Füßen wahrscheinlich. Beziehungsweise unter Saphiris Füßen. Wo sind deine Füße? Hier unten. Ich bin nicht mehr auf dem Dach. Okay. Ich höre gar keine Zombies mehr. Das ist sehr komisch. Vielleicht sind sie echt alle gestorben durch meine Spikes. Kannst mal einen Block hier unten abbauen. Dann können wir ein bisschen runter gucken. Was dauert das? Okay, klar, gern. Oder wie lange? Mir bricht der Block, ne? Mir schon, aber ganz langsam. Okay, das bitte. Bist du das? Ja, das sind so Bugs. Er hat anscheinend hier an der Seite das Ding weghauen. Sag mal schon. Oh, ich höre schon die Hornisse. Ist unten irgendwas? Oh ja, ich kann mal raufgucken. Die Hornisse. Kannst du mal mitkommen? Die genau, will ich auch gleich mal zeigen. Scary. Oh, da ist er schon, da ist er hinten. Wo ist er? Da kommt sie her. Lass mich mal kommen. Ja, ich dachte mal, da bist du kommen hier. Genau, also es sind echt fette Viecher.
Und was habe ich geschraubt? Genau, ein Honig. Richtig, Assi. Sind die jetzt schon im Haus oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, nee. Ja, die meisten sind anscheinend doch gestorben. Also am Anfang ist es noch recht leicht, werden aber glaube ich von Tag zu Tag schwerer. Ja. Also ich garantiere euch, im Laufe des Let's Plays werden noch einige richtig hammergeile Aufnahmen zustande kommen. Weil das Spiel hat echt einige Features drin und wenn da viele Zombies sind, kannst du zum Beispiel eine Kettensäge in die Hand nehmen, die natürlich Benzin braucht. Und dann kannst du richtig auf die Zombies mit der Kettensäge losgehen. Und wenn da mal 20, 30 Zombies aus dem Gebäude rausgestürmt bekommen und du mit der Kettensäge auf die losgehst, ist es sehr witzig. Ja, das stimmt. Und ansonsten also Aufnahmen. Das wird auf alle Fälle noch sehr spannend und so und auch lustig. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt von der Zeit auch schon mal durch. Und ja, ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.